25.11.2018. Herzlich willkommen wieder hier in Kaiserslautern. Nach einer viel zu langen Zeit bin ich endlich wieder hier an meinem Wohnzimmer. Ach, ich freue mich. Heute beim Spiel gegen Wien Wiesbaden. Ich tippe auf ein 3:1 für den FCK. Ihr schaut euch jetzt den Gegner an und ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Hallo liebe Fußballfreaks und ganz herzlich willkommen zum 16. Spieltag der dritten Liga in der Saison 2018-2019. Nachdem mein geliebter 1. FC Kaiserslautern am vergangenen Spieltag auswärts in Rostock ran musste und zunächst mit 1:0 führte, mussten wir noch 4 Tore kassieren und sind so mit einer 1:4 Klatsche nach Hause gefahren. Unter der Woche konnte der FCK das Ganze wenigstens wieder etwas gut machen. Und zwar im Verbandspokal Südwest, denn da trafen wir in Worms auf den TSV Gau Odernheim, wo wir uns zwar etwas schwer taten, aber am Schluss mit 4:0 siegreich vom Feld ging. Nachdem wir die Länderspielpause hoffentlich alle gut überlebt haben, gehen wir jetzt endlich wieder hinauf auf den Heiligen Berg in Kaiserslautern. Ich hoffe, dass meine Mannschaft die Zeit genutzt hat, sich zu regenerieren, neue Kraft zu schöpfen, um jetzt im Spiel gegen den heutigen Gegner, dem SVW in Wiesbaden, alles zu geben, damit die nächsten 3 Punkte auf unserem Konto landen. Rund 90 Kilometer trennen die hessische Hauptstadt von Kaiserslautern. So müssen die Fans von Wien Wiesbaden lediglich eine Stunde unterwegs sein, bei guter Verkehrslage selbstverständlich, um die 7. Begegnung der beiden heutigen Kontrahenten live auf dem Betzenberg mitzuerleben. Aus den vergangenen 6 Spielen ging der 1. FC Kaiserslautern 3-mal siegreich hervor. 2-mal gewannen die Hessen und lediglich 1-mal gab es eine Punkteteilung. Die letzte Begegnung war damals in Wiesbaden am 16.08.2014 in der 1. DFB-Pokal-Runde, wo wir in einem wirklich sehr spannenden Spiel erst im Elfmeterschießen das Spiel für uns entscheiden konnten. Doch dann bleiben wir noch ganz kurz bei vergangenen Spielen, gehen aber in die etwas jüngere Vergangenheit. Denn in den letzten 7 Ligaspielen konnte der FCK insgesamt 12 Zähler herausarbeiten durch insgesamt 4 Siege. Der heutige Gegner errang genauso viele Siege wie die Roten Teufel, konnte sich aber einen Punkt mehr durch ein Unentschieden sichern. Daraus ergibt sich folgende Tabellensituation. Der 1. FCK liegt mit 20 Zählern auf Rang 9. Der SVB in Wiesbaden mit 3 Zählern mehr auf Rang 8. Wir müssten übrigens nicht nur gewinnen, sondern auch noch mit 6 Toren Vorsprung, um einen Tabellenplatz gut zu machen. Und wie üblich gilt der letzte Blick dem Vergleich der beiden heutigen Teams. Hier sieht man, dass beide fast den exakt gleichen Marktwert haben. So ist es also eine Begegnung auf Augenhöhe, zumindest was die Finanzen angeht. Was auf dem Feld passiert, ist ja immer so eine Sache für sich. Einen ausführlichen Vorbericht mit Gegnervorstellung gibt es natürlich wie immer beim Auswärtsspiel in Wiesbaden. Doch lasst uns jetzt gemeinsam ins Stadion gehen, in den Block, alles für unsere Mannschaft geben. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns danach. Hallo, ich grüße Peter. Und ich grüße meinen Sohn Finn. Hello.
Thank you.
siehst du die Fahnen in der Kurve? Und was ist Schwarz in der? Kaiserslautern 1900, wir sind der zwölfte Mann. Alle, 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 alle. Laut und alle. Alle, 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 alle. Laut und alle. Und es ist der
Fußballfreaks, das war's dann vom Spiel. Und ja, was soll ich sagen? Einfach unfassbar krass, oder? Also ich war so beeindruckt, wie eine Mannschaft so kämpfen kann. Nachdem sie 3-1 hinten liegen, macht Fortuna Düsseldorf noch das 3-3. Ich war total beeindruckt. Über unser Spiel brauche ich nicht reden. Also normalerweise zeige ich euch hier ja jetzt die Highlights. Die seht ihr jetzt ja gerade eingeblendet. Versteht ihr? Highlights, weil ein Flutlicht hoch ist. Hochlicht. Vergesst das. Nein, es ist katastrophal. Es ist einfach schrecklich. Was soll man zu sowas sagen? Derartige Arbeitsverweigerung. Es ist unglaublich. Wir kriegen nicht mal einen Pass über 10 Meter geschissen. Es kotzt nur noch an. Es ist so unglaublich frustrierend. Was machen die aus meinem Verein? Was bringt uns überhaupt der Thiele? Warum spielt denn der bei jedem Drecksspiel? Da kriegt nichts hin. Nichts. Überhaupt nichts. Als der von Magdeburg kam, hat's gehießen, oh mein Gott, ihr habt den besten Goalgetter der dritten Liga geholt. What the fuck? Da kommt nichts. Aber ich gebe ihm ja nicht alleine die Schuld, sondern die ganze Mannschaft. Was ist denn das für eine Einstellung? Wir müssen den Kampf annehmen. Ja, dann zeigt auch verfickt nochmal Leistung. Himmel, Herrgott, wenn ich so arbeiten würde, wäre ich innerhalb von 2 Wochen arbeitslos. Oh, es ist so nervig. Und die Reaktion der Fans ist so absolut nachvollziehbar. Wir waren so geduldig. Wir haben so viel hinnehmen müssen in den letzten Jahren. Und dass das dann logischerweise irgendwann mal wieder explodiert, ist klar. Die Hinrunde ist zum Kotzen. Wir sind Zehnter. Zehnter! Wir wollten aufsteigen! Mein Gott, es ist so schrecklich! Und mit dieser Leistung können wir froh sein, wenn wir am Schluss nicht um den Abstieg kämpfen! Oh, warum muss ich mich denn jedes Mal so aufregen? Können die nicht mal spielen, dass es einem gut geht? Oh. So, Musa, jetzt ein bisschen runterkommen. Denn, also, ernsthaft, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß es nicht. Und dass dann Fans logischerweise danach sogar die direkte Konfrontation suchen, ist klar. Das war abzusehen. Dass wir dann natürlich fordern, Fronzek raus, ist auch eine logische Konsequenz. Jetzt ist nur das Problem, wenn Fronzek weg ist, wer soll's denn machen? Wer soll denn diesen Scherbenhaufen übernehmen? Einfach unglaublich und frustrierend und deprimierend. Und was war denn das schon wieder für eine Drecks-Schiedsrichterleistung? Erst gibt er den Elfmeter nicht für Wiesbaden, was mich natürlich im Endeffekt freut, aber ne? Dann kriegt er den Vogel gezeigt, das sieht er nicht. Dann war das, ich weiß es wirklich nicht, hat der dem gerade eine geknallt? Also diese Armbewegung ist äußerst seltsam. Ich verstehe es nicht, was das Ganze sollte. Also der Linienrichter ist ja dann auch noch zwischen reingegangen. Und dann pfeift der Schrott, wo Leute sich gegenseitig anpusten. Es gibt ja dieses Lied, Fußball ist ein Männersport. Nein, ist er definitiv nicht. Denn wenn ich Fußball gespielt habe und ich wäre wegen sowas liegen geblieben, Leute, ohne Spaß, dann hätte man mir einen Grund zum Liegen gegeben. Furchtbar! Furchtbar! Es wird jeden Scheiß gepfiffen und das, was dann wirklich ist, das wird natürlich nicht gepfiffen. Es ist schrecklich. Ich weiß nicht, wie oft ich schon Superlativwörter jetzt gerade gesagt habe, um auszudrücken, wie frustriert ich einfach bin. Und es geht mir nicht alleine so. Also, ach, egal. Schauen wir auf jeden Fall mal in die Zukunft, denn ja, was bleibt uns denn anderes? Am Freitag geht es ja dann gleich weiter gegen Unterhaching. Mein Gott, da müssen 3 Punkte her. Alles andere geht nicht. Gut, dann ist ja die ICE-Fahrt nach Meppen, worüber ich euch informieren wollte. Das seht ihr ja jetzt hier eingeblendet. Und ich werde nicht mit dem ICE fahren, sondern mit den Red Fanatics, mit dem Bus. Da sind auch noch ein paar Plätze frei. Link zu deren Seite unten in der Beschreibung. Schaut auf jeden Fall vorbei. Ich freue mich jetzt schon tierisch auf diese Fahrt. Jedoch fahre ich mit dem Sonderzug nach München. Und da hätten wir ja 6.000 bis 8.000 Karten verkaufen können. 1500 Karten gab es lediglich und mittlerweile sind die Preise im Internet einfach eine Unverschämtheit. Also 160 Euro für 2 Karten oder 1000 für 4 Karten. Also bitte Leute, das ist katastrophal. Was für Arschlöcher.
Dann wollte ich euch über etwas informieren, was ihr ganz sicher noch nicht mitbekommen habt, dass der DFB entschieden hat, dass es nach Vertragsablauf keine Montagsspiele mehr geben wird. Seht ihr auch hier eingeblendet. Ja, wie gesagt, ich glaube, das hat jeder mitbekommen. Aber was ich dazu sagen wollte ist, jetzt muss unser Protest noch viel intensiver werden, dass das endlich aufhört und wir fanfaire Anstoßzeiten bekommen. Und die sind nun mal nicht montags. Punkt. Das heißt, es muss also weitergehen und noch viel energischer als zuvor. Und wenn ich schon beim DFB bin, bitte ich diese netten Herren doch mal ganz höflich, sich noch mal das Thema Pyro zur Brust zu nehmen, denn es gibt ja jetzt die kaltbrennende Pyro und das wäre doch endlich mal ein Anlass, dieses Thema neu zu behandeln. Ich fänd's geil, ich bin sehr gespannt auf diese Fackeln. Sobald die rauskommen, werde ich die auch für euch testen. Und als letztes wollte ich euch etwas zeigen, und zwar dieses Video. Das ist von den Boca Juniors. Ich hoffe, dass ich den Namen richtig ausspreche. Boca Juniors? Boca Juniors? Ihr wisst, was ich meine. Aus Südamerika. Und zwar ist das ein Abschlusstraining. What the fuck? Das nenne ich mal Support. Einfach beeindruckend. Über 60.000 Fans waren da. Natürlich, da geht es um das entscheidende Spiel in der südamerikanischen Champions League. Aber das ist egal, Alter. Was für eine Unterstützung. Das ist geil. Absolut Gänsehaut, wenn man mich fragt. Ja, aber Gänsehaut kriege ich auch, wenn ich an Freitag denke. Mein Gott, ich habe ja am Anfang gesagt 3:1. Aber das nur in der Hoffnung, dass unsere Mannschaft kapiert hat, dass sie sich verdammt nochmal den Arsch aufreißen müssen. Und dieses Banner sagt einfach alles. Es reicht. Jetzt muss was passieren. Punkt, Schluss, fertig, aus. So, jetzt habe ich mich genügend aufgeregt. Es gibt ja einige, die das immer sehr lustig finden. Was ich auch verstehen kann. Aber gut, das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Habt eine gute Zeit und wir sehen uns im Vlog.